mich auch nur langlegen da. Wenn Shakespeare zu seiner Zeit eine Frauenrolle besetzen wollte, musste er einen Mann verkleiden. Das schickte sich damals nicht, eine Frau schauspielern zu lassen. Heute haben Ballettschulen das Problem gerne mal umgekehrt. Die Mädels spielen Rollen der Jungs, weil es von denen zu wenige beim Ballett gibt. Nicht so in Schwanenberg bei Erkelenz. Da tanzen in der Ballettschule auch Jungs mit. Und gerade mit sehr viel Elan. Am Wochenende stehen große Aufführungen an und dafür wird fleißig geprobt. Präzision, Körperbeherrschung, Eleganz, das haben sie geübt in den letzten 2 Jahren. Eine Woche vor den großen öffentlichen Auftritten, letzter Feinschliff. 280 Schüler unterrichtet die Engländerin Angela Coos. 273 davon sind Tänzerinnen und 7 Tänzer. Einer davon ist Anton Borchers. Mit 15 hat er angefangen zu tanzen. Jetzt ist er 21. Als Teenager zum Ballett zu gehen, statt im Tor zu stehen, da braucht es erstmal gute Nerven, sagt er. Klar, im ersten halben Jahr oder so kommen immer Sprüche, haha, du gehst zum Ballett, aber spätestens wenn die sehen, erstens, was da für eine Arbeit hintersteckt und auch wie anstrengend das Ganze ist, dann verfliegt das auch ziemlich schnell wieder. Wenn er nicht gerade tanzt, fährt er Motorrad und Wakeboard, studiert Versicherungswesen, typisch Kerl halt. Kein Widerspruch, sagt seine Lehrerin, obwohl das in Deutschland mitunter so empfunden wird. Also in England und in Russland, im Osten, ist das nicht so der Fall. Diese Klischee, dass, dass die von anderen Ufer sind. Mein Leben, ein Märchen, so das Motto der Aufführungen, die die jungen Leute am Wochenende zeigen werden. Andersens Märchen liefert den Stoff für die Tänze. Viele von ihnen trainieren, seitdem sie klein sind, so auch Antons Tanzpartnerin, die 17-jährige Hanna. Sie gehört zu den großen Talenten der Schule, hätte jederzeit eine Profikarriere machen können, doch Hanna hat andere Pläne. Ich bin jetzt im Moment dabei, Abitur zu machen und ich bin jetzt im Moment im Auswahlverfahren von der Polizei NRW, also ist ganz was anderes, bin ich auch schon relativ weit, ja. Sicherheitsstiefel statt Spitzenschuhe, so kann's gehen im Leben. Profis wollen hier eh die wenigsten werden. Das Leben einer Ballerina ist hart und das wissen sie auch ganz genau. Aber ich mache lieber einen normalen Beruf, bevor ich mir noch alle Knochen breche. Kriege ich sehr schnell hin. Ich verbringe sehr viel Zeit zwar mit dem Tanzen, aber ich möchte auch noch irgendwie was anderes noch im Leben irgendwie machen. Ich möchte bei DM arbeiten, weil meine Oma da auch arbeitet. Klare Pläne und bodenständige noch dazu. Rausgucken und dritte Position. Was aus dem 10-jährigen Daniel mal wird, das steht noch in den Sternen. Er lernt nicht nur Ballett, er geht auch zum Karate. Beides macht er richtig gern, aber sein Herz schlägt für den Tanz. Ich habe mir ganz oft Ballettstücke angesehen, ich war total begeistert. Meine Schwester tanzt hier auch und meine Mutter auch. Und so bin ich dann halt zum Ballett gekommen. Noch knapp 70 Stunden bis zum ersten von 3 Auftritten. Dann werden sie zeigen, was sie gelernt haben. Und das vor großem Publikum.